Hallöchen zusammen! In diesem Video soll es um aufgekratzte und überdrehte Welpen oder auch schon erwachsene Hunde gehen. Ich gebe euch Tipps an die Hand, wie ihr eurem Welpen mehr zur Ruhe verhelfen könnt und ihn damit eben auch so ein bisschen runterfahren könnt. Viel Spaß! Vielleicht hast du das Gefühl, dass dein Welpe nie so richtig runterfahren kann. Der ist immer auf mindestens 120% und selbst wenn es dann zur Ruhe geht, also alle zum Beispiel ins Bett gehen, dann sucht er sich trotzdem noch irgendwelche Stellen, wo er vielleicht dran knabbern kann, dran lecken kann, einfach rumschnuffelt und er wandert so ziellos durch die Wohnung und legt sich nicht einfach in seinen vorgesehenen Platz. Beim Spaziergang hast du auch das Gefühl, egal wie lange du mit ihm spazieren gehst, egal wie viele Hundekumpel er trifft, es ist niemals genug. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann will er nochmal richtig aufdrehen und möchte dann von dir auch noch bespaßt werden. Und wenn du das dann beim Hundespaziergang oder auf dem Hundeplatz erzählst, dann kommt meistens die Reaktion, aha, ja, dein Welpe wird wahrscheinlich gar nicht richtig ausgelastet. Du musst den nur mal richtig auslasten, damit er wirklich müde wird. Und dann kommt er auch zur Ruhe. Das ist genau der falsche Weg für Welpen, die noch nicht gelernt haben, abzuschalten und die da eben ein bisschen mehr Führung brauchen, um selber zur Ruhe zu finden. Und natürlich ist es dann auch bei den erwachsenen Hunden eben der Fehler, wenn der Hund es niemals wirklich gelernt hat. Immer aufgedreht zu sein, ist nicht gesund. Wir müssen bedenken, dass Welpen und Hunde einfach viel mehr Reize wahrnehmen und verarbeiten müssen als wir Menschen. Und deswegen brauchen sie auch deutlich mehr Ruhe als wir Menschen. Es ist völlig in Ordnung, dass ein Hund 20 Stunden am Tag schläft und döst. Das erscheint uns wahnsinnig viel, ist aber für einen Hund gesund und normal. Das variiert natürlich von Hund zu Hund, das ist individuell und das hängt sicherlich auch mit der Rasse und auch mit der Aktivität zusammen. Aber ich sag mal so roundabout 18 bis auch bei Welpen schon mal 22 Stunden Ruhe ist völlig normal und nicht besorgniserregend. Es gibt nun mal jetzt Welpen, die wahnsinnig viele Reize aufnehmen und noch nicht gelernt haben, damit umzugehen, wenn auch mal Ruhe herrscht. Ein aufgedrehter Welpe ist also ein Welpe, der eigentlich überreizt ist. Er kann selbst nicht zur Ruhe finden und er kann somit diesen Ausgleich für sich nicht schaffen. Vielleicht hast du dann auch schon gemerkt, dass sich das auch so äußert, dass er sich nicht so gut konzentrieren kann, dass die Trainingseinheiten sehr, sehr kurz sein müssen, weil er sonst die Geduld verliert. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Welpe ständig einfordert. Das heißt, es sind mehrere Bausteine, die dort auch wieder eben zum Problem führen und eventuell sich dann auch verfestigen und zu einem sehr unausgeglichenen, überdrehten und anstrengenden Hund führen können. Zuallererst würde ich eben reflektieren, wie ist denn wirklich unser Hundealltag? Welche Reize nimmt mein Welpe auf und was muss er alles verarbeiten? Wie viel Ruhe hat er am Tag und wann schafft er es vielleicht besser, sich selber Ruhe zu gönnen und wann eben nicht? Ich würde auch überlegen und auch mal beobachten, wann mein Welpe etwas von mir einfordert. Zum Beispiel, vielleicht kennst du das, du kommst vom langen Spaziergang nach Hause und auf einmal ist schon wieder Action angesagt. Der Welpe schleppt sein Spielzeug an, präsentiert es dir und sagt dir, hey, ich will jetzt aber hier wieder mit dir spielen. Und vielleicht bist du dann so, ah ja, naja, wir waren ja gerade nur spazieren. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mit ihm spielen. Das würde ich einfach mal reflektieren, einfach ein bisschen analysieren und dann mir vornehmen, ich sag mal für 1 oder 2 Wochen einfach mal ein anderes Programm zu fahren. Wenn du dann merkst, naja, das war es jetzt irgendwie nicht, das war nicht der Schlüssel für dieses Verhalten oder für diese Verhaltensauffälligkeiten meines Welpen, dann kann man das ja immer noch ändern. Aber der Welpe wird davon keinen Schaden getragen haben, wenn 2 Wochen mal ein bisschen was anders läuft, als er es kennt. Reize minimieren. Das ist mein erster Tipp. Wie gesagt, Hunde nehmen deutlich mehr Reize auf als wir Menschen. Und Welpen können mit diesen vielen Reizen auch noch nicht umgehen. Sie haben auch noch keine Impulskontrolle. Deswegen jagen sie ja jedes Blatt oder jagen auch mal ihren eigenen Schwanz oder ähnliches. Also sie können einfach auch für sich noch nicht so gut filtern. Da kannst du deinem Welpen helfen, wenn du einfach mal schaust, was eben am Tag an Reizen
so auf ihn einwirkt. Bei uns hat sich das ganz natürlich ergeben, dass wir eigentlich schlussendlich einen Tagesplan sozusagen hatten für Nomi. Das ist gar nichts Strenges, jetzt nach Uhrzeiten oder so, sondern es hat sich einfach so ergeben, dass ich versucht habe, darauf zu achten, dass auf eine Aktivität auch wieder eine Ruhephase folgt. Zum Beispiel am Samstag um 9.30 Uhr hatten wir Welpenkurs. Das hat als Programmpunkt völlig gereicht. Wir sind wieder nach Hause gefahren nach dem Kurs. Nomi kam in ihre Box und dann hat die 2 bis 3 Stunden durchgeschlafen. Danach war dann natürlich auch wieder Spiel und ein bisschen Aktivität angesagt, Pipi machen, Gassi gehen und dann war wieder eine Ruhephase. Das heißt, das hat sich für uns einfach so natürlich ergeben. Ich habe natürlich schon versucht, darauf aufzupassen und das konnte dann auch so weit gehen, dass wenn man zum Beispiel an einem Tag irgendwo zu Besuch war, wo der Welpe mehrere Stunden extrem aufgedreht war, viel Beschäftigung hatte, aber eben auch vielen Reizen ausgesetzt war, dass ich dann gesagt habe, am nächsten Tag ist komplettes Ruheprogramm. Natürlich wird dann trotzdem etwas spazieren gegangen, kleine Gassi-Runden gedreht, aber da wurde sich zum Beispiel nicht mit dem Hundekumpel getroffen, da gab es keinen Hundekurs und da gab es halt auch keinen Besuch, sondern das wurde alles einfach ein bisschen runtergefahren. Du kannst dir zum Beispiel auch überlegen, wie denn der Spaziergang so normalerweise abläuft. Wie lange gehst du spazieren? Vielleicht ist es auch einfach zu lange. Gerade wenn dein Hund viele Sozialkontakte in dieser Zeit erlebt. Das ist ja nochmal deutlich aufregender, als einfach nur allein zum Beispiel durch den Wald zu spazieren. Es ist ganz aufregend, Menschen und Hunde kennenzulernen und einschätzen zu müssen. Da geht sehr, sehr viel Energie für drauf. Ich habe zum Beispiel auch mal jemanden im Park getroffen mit einem kleinen Bolonka-Welpen und dieser Welpe war wahnsinnig aufgedreht, hat die ganze Zeit gebellt und wollte die ganze Zeit zum Spielen animieren. Und der hat gesagt, oh, ich bin jetzt irgendwie schon 2 Stunden hier im Park mit ihr unterwegs und sie ist immer noch so aufgedreht. Kein Welpe auf dieser Welt, egal wie groß, braucht einen 2-stündigen Spaziergang am Stück, wo er machen kann, was er will. Überleg dir auch, wo du spazieren gehst. Wechselst du zum Beispiel immer den Ort? Ist dein Welpe immer woanders? Dann ist das natürlich aufregender, als wenn du immer die gleiche Route gehst. Du kannst auch versuchen, mehrere kleine Einheiten zu machen und dazwischen Ruhephasen und schau einfach mal, wie sich dein Welpe daraufhin verhält. Es kann auch helfen, beim Spaziergang die Kontakte zu minimieren. Es ist aus erziehungstechnischer Sicht eh nicht sinnvoll, dass dein Welpe jeden Menschen und jeden Hund begrüßen kann. Wenn du das aktuell so machst, dann mach doch einfach mal nur jeden zweiten Kontakt. Oder dass du einfach mal sagst, nee, jetzt gerade sollte mein Welpe beim Spaziergang nur bei mir sein. Wir trainieren hier, dass er mir Aufmerksamkeit schenkt. Und deswegen sind jetzt Sozialkontakte für diesen Spaziergang tabu. Dein Welpe stirbt nicht davon. Ja, wer andere Videos von mir gesehen hat, der weiß, ich bin ein Fan von der Hundebox bzw. dem abgetrennten Ruheort für Hunde grundsätzlich. Ich finde, für Welpen ist es Gold wert, wenn sie einen Ort haben, wo einfach Ruhe zu herrschen hat und wo der Mensch nicht die ganze Zeit hingehen muss, um den Welpen wieder hineinzuschicken. Denn Welpen kennen ja meistens eben Kommandos wie ins Körbchen noch nicht. Die können das auch noch nicht so lange aufrechterhalten, dieses Kommando. Die haben nicht die Konzentration oder die Impulskontrolle dafür. Ich habe dazu schon ein ganzes Video gemacht, was ich daran positiv finde und warum ich das gut finde. Und ich kann solche Ruheorte nur empfehlen. Der Vorteil von einem Ruheort oder einer Ruhebox ist ganz klar, dass du nicht die ganze Zeit deinem Welpen Aufmerksamkeit widmen musst, wenn er mal wieder abhaut, weil er kann einfach nicht abhauen. Das Ganze muss natürlich von Anfang an positiv belegt sein. Es soll keine Qual oder Bestrafung für deinen Welpen sein, sondern es soll deinem Welpen einfach nur zeigen, jetzt ist hier eine Ruhezeit für dich. Gleichzeitig lernt dein Welpe eben auch diese Grenze kennen, dass wenn er dort ist, ist halt einfach Ruhe angesagt und du musst dich gar nicht groß mit ihm auseinandersetzen. Natürlich hat man immer ein Auge trotzdem mit da drauf. Was ist mit dem Welpen? Schläft er wirklich ruhig? Ist er immer noch aufgedreht? Aber er wird es lernen anzunehmen und er wird auch lernen, dass dort eben Ruhe zu herrschen hat und was soll er dann noch groß machen, außer schlafen? Du kannst dem auch zum Beispiel noch einen Kauknochen da reinlegen. Ich finde das völlig in Ordnung, dass der sich durchaus selber beschäftigen kann. Ich würde nur eben kein Spielzeug oder so nehmen, was ihn wirklich antreibt, sich jetzt noch groß damit zu beschäftigen, sondern eher so dieses, naja, man kaut halt noch so ein bisschen und dann schläft man ein. So ein bisschen so eine Schnullermechanik würde ich das nennen.
viel zu häufig ist es so, dass der Welpe Aufmerksamkeit bekommt, wenn er gerade nörgelt, wenn er was kaputt macht, wenn er bellt, wenn er mit der Nase gegen dein Bein stupst oder ähnliches. Denn auch negative Ermahnung ist für den Welpen Aufmerksamkeit und er hat sein Ziel erreicht. Es ist total wichtig, einfach auch mal das Gegenteil zu belohnen. Wenn dein Welpe gerade ruhig im Flur liegt oder in seinem Körbchen oder sonst irgendwas und einfach nur ruhig ist, dann gehst du hin und belohnst ihn. Du kannst es unterschiedlich machen. Mal kann es ein Leckerchen sein, mal kann es ein ruhiges Lob sein. Du solltest natürlich, wenn dein Welpe gerade eben wirklich gerade seine Ruhe gefunden hat, nicht hingehen und den total hochpitchen mit der Stimme. So, ja, das hast du aber fein gemacht. Oh Gott. Okay, sowas halt, ne? Sowas nicht. Sondern wirklich einfach, fein, gut machst du das. Schön, brav. So, also nutze deine Stimme, um einfach zu signalisieren, dass du das gut findest, aber ohne den Welpen total hoch zu pitchen. Gutes Mädchen. Nur ganz kurz einen Moment der Aufmerksamkeit schenken und dann war es das aber auch schon wieder. Wenn er dann aufsteht und wieder zu dir kommt, dann würde ich das ignorieren, weil genau das möchtest du ja nicht. Ruhe einfordern. Ruhe einzufordern hat natürlich auch etwas mit der Impulskontrolle des Welpen zu tun. Das heißt, du kannst das zu Beginn immer nur in sehr kurzen Trainingsabständen und Einheiten machen. Aber zum Beispiel beim Spielen, das ist eine super Gelegenheit, um dem Welpen diese Impulskontrolle beizubringen und auch eben einzufordern, dass er mal kurz innehält. Ruhe einfordern kannst du eigentlich immer in Situationen, wenn du etwas vom Welpen möchtest, aber eben auch möchtest, dass er das nicht aufgeregt tut, sozusagen. Also zum Beispiel, wenn er Futter bekommt, dass der halt nicht da total stramm sitzt und fiebt und winselt, sondern dass er erst das Futter bekommt, wenn er wirklich entspannt ist und nicht mehr so in dieser Erwartungshaltung. Das ist aber auch schon, muss man finde ich sagen, doch sehr schwierig für einen Welpen, diesen Zustand zu erreichen. Deswegen würde ich mir zu Beginn Trigger suchen, die einfach nicht so mega krass sind für den Welpen. Dass der halt nicht eben das Leckerchen seines Lebens bekommt, sondern eine Portion Trockenfutter, die er eh täglich frisst, zum Beispiel. Oder beim Spielen, da muss der Welpe nicht immer den Ball hinterherhetzen können, sondern du kannst ihm auch signalisieren, so, du bleibst jetzt zurück, ich werfe den Ball und dann darfst du ihn holen oder dann darfst du hinterherrennen. Hol den Ball. Sehr gut, danke schön. Und los. Beim Spielen ist mir beim Zerren zum Beispiel total wichtig und auch ein bisschen beim Raufen, wenn es körperlich wird, dass der Welpe sich auch mal zurücknehmen kann. Dass er merkt, okay, jetzt hat der andere das Spielzeug und der beansprucht das gerade für sich, da habe ich jetzt nichts dran zu suchen. Und dann kann man den Welpen eben wieder einladen, mitzuspielen. Sehr gut. Holt ihn. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann gebt dem Ganzen noch bitte einen Daumen nach oben. Wenn euch noch mehr von uns interessiert und ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal. Und hier findet ihr jetzt noch ein oder zwei andere Videos von uns, die euch mit eurem Welpen weiterhelfen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.